aus hier. Ich schwöre bei Gott, ich schiebe diesen Rollstuhl in den Arsch. Hey, Woods. Du siehst beschissen aus. Schön stehen bleiben. Mason. Hab dich erschossen. Zum Glück schießt du Scheiße. Am Arsch. Oh, zum Teufel warst du die 30 Jahre. Colonel Kurtz! Der Celeriumwurm greift das Stromnetz an. Kraftwerke? Die Wasserversorgung? In jedem Staat? Moment, auf der ganzen Welt. Gib mir die Präsidentin. Ganz locker, Spinner, ich mach das. David Mason für Sergeant Woods. Noch ein Mason? Scheiße! Gebäude sichern. Hey, Kleiner. Scheiße, komm her. Frank. Ich stell dir jemanden vor. Al, das ist Dave. Dave? Wie geht's? Das ist dein Dad. Dad! Nein! Dad! Was zum Teufel? Na, ihr seid ein paar verdammte Weiber. Kümmert euch um euren Scheiß. Ich muss eine rauchen. Schwester Psycho, wo sind meine Kippen? Ist die Narbe noch da? Ich war mächtig stolz an dem Tag. Ich fiel. Ja, aber du hast dich aufgerappelt. Ja, und das war jetzt zum zweiten Mal schon die Kampagne. Der Schluss war ja jetzt ja anders da als beim letzten Mal, da wir ja Mason nicht ganz erschossen haben, sondern nur ins Bein geschossen haben. Ich werde aber, glaube ich, jetzt den Abspann nicht komplett nochmal angucken, oder besser durchlaufen lassen, weil das bringt ja nichts, den hatten wir ja schon mal. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal auf weiter. Und was jetzt kommt, bist dann berühmt, weil du die Welt gerettet hast. Wir haben nur selten Promis hier, die tatsächlich was getan haben. Du machst keine Reality-Show, oder? Oh, du sagst es, Jimmy. Also, erzähl doch mal, wie es so ist, wenn man du ist. Also, muss ein toller Tag für dich sein. Ja, und es ist ein echt Tag für Raoul Menendez. Toll. So. Das brauchen wir jetzt nicht. Das war gut. Jetzt haben wir die Kampagne soweit bis dahin. Da müsste ich jetzt gerade mal gucken. Also auf jeden Fall müssen wir hier hin und ich glaube, wir müssen einfach nur bis zu... Wo ist es? Hier zurücksetzen. Wenn ich das so richtig gemacht habe. Weil ich müsste jetzt nur noch zwei Trophäen. Eine? Weiß ich nicht. Gucken. Also. Genau das. So ein Duell zwischen Rivalen müssen wir noch machen. Und halt auf Veteranen, aber das mache ich ja nicht, ne? ich guck gerade mal hier, ob man das wirklich bis dahin
rücksetzen soll. Warte. Da. Mann, die haben das, die Seite ja mal total umstrukturiert hier. Moment mal, ich bin gerade falsch. Da. So, ja, da haben wir es gleich. Ich hab gleich, Den Leitfaden. Und dann hier, da steht dann. Genau, auf diese Mission. Zurücksetzen, R1. Ja, natürlich machen wir das und wir setzen sie zurück. Gut. Schnell zurückgesetzt. So, und jetzt müssen wir die... Also Karma, ich weiß gar nicht. Ich weiß halt nicht den Namen von der. Müssen wir... wie heißt entkommen lassen und auch die Mission dann nicht spielen, die wir da am Ende gemacht haben. Und dann bekommen wir die letzte Trophäe, die man hier machen kann. Wo ist denn hier? Da, das will ich mitnehmen. Natürlich. Ist natürlich jetzt nicht freigeschaltet, aber das ist ja egal. Das kann ich ja später dann noch irgendwann machen. So das, das und das. Dann nehmen wir ein Sturmgewehr mit. Ja, wieder in Blau. Ohne aus. Also Visier mit dem. Dem. Ja, komm, nehmen wir das noch mit. Achso, hier können wir ja auch noch eine Sache. Ich hab schon vergessen. Nee, wir können ja dann nur zwei und hier dann drei. So. Und dann. Ja. Starten wir. Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al dron esté disponible antes de nuestra próxima discusión. Kann ich das nicht eigentlich überspringen? Um diese Drohne zu bekommen? Nö, noch nicht. Fortuna de Falcon. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Kein Treffer. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Kolossus. Brauchen wir nicht. Wissen wir schon, haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gehört. Können wir es auch überspringen. Einfach alle Szenen jetzt einfach so da schnell überspringen, weil das haben wir ja schon alle gesehen. Das ist jetzt einfach nur noch, um die letzte Trophäe zu machen. Weil wenn ich die dann hab, dann haben wir dann alle im... Also, die wir während der Kampagne, also die zu der Kampagne gehört. Die Chorus 9. Als einziges. Sie kann auf Deck 7 landen. Kurs beibehalten, sieht gut aus. Verstanden. Ja. Icarus 9, und alle Kanäle offen, Farid. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Sigi ins Spiel. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor der Falkusleute zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon. Du schaffst das. Section Ende. So leben also die 1%. Wenn das kein Einsatz wäre, würde ich mir hier glatt eine heiße Braut gönnen. Ja. Jetzt müssen wir hier nochmal ganz. Also einfach die Mission, dann die. Es ist die reichste Stadt der Welt. Was sie zu einem wahrscheinlichen Ziel für Raul Menendez macht. Soll ich jetzt eigentlich nochmal die komplette Kampagne? Also bis dahin, wo es dann ist? Oder. Einfach nur. Die Teile zeigen, die man da machen muss. Weitergehen. Okay, cool bleiben. Stehen bleiben. Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Wir arbeiten an der Umgestaltung. Das kommt bestimmt von der Baustelle. Identifizierung bestätigt. Sir, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Gut. Wie das können Sie kommen? Wir haben ein Problem. Verdammte Scheiße. Ich dachte, wir werden diesmal gegrillt. Ganz ruhig, Harper.
Die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch. Hallo, die Damen, wir sind von der Gewerkschaft. Wie jetzt? Die Leute arbeiten nicht so viel im Kolossus. Was ist das? Entspannen Sie sich in einem der Zahlen. Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst. Wir fahren alle zur Hölle. Tanzen, ja. Und so, mal ganz schnell, ne? Verdienst. Kein Scheiß. Kein Wunder, dass Menendez so viel ansammelt. Harper, durchsuch das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Verstanden. Oh, wie geht's dir, Schönheit? Zu diesem Stockwerk hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Bitte scannen Sie Ihre biometrische ID. So weit, so gut. Hey, Sie sollten hier nicht drin sein. Wir sind von der Gewerkschaft. Schöne Gewerkschaft. Okay, Section, ich bin drin. Leg los. Kolossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. So, nochmal mit dieser Spinne da, Sigi, ne? Okay, Sigi, legen wir los. Harper, das Sicherheitsteam ist voll von denen. Sie sind feindlich. Irgendwas Ungewöhnliches? Wir müssen wissen, was ihr Ziel ist. Verstanden. Gleich auf das Loch. Sigi kann rüberspringen. Warte. Was machen Sie? Sprengstoff platzieren. Sie wollen das Schiff hochjagen? Okay. So, mal hier weiter. Hier ist unten gut. Weil hier weiß man nie, wo oben und unten ist. Die Markierung. Shocking Section! Scanne. Was haben wir denn hier? Es sind die Söldner. Harper, du hattest recht. Sie sind schon in den Serverraum eingedrungen. Los jetzt! Los, los! Zutritt gewährt. Bereit? Enemigo atravesando la puerta. Los! Cúbrense! Aha.